Für die Sicherheit, das Glück und die Gesundheit der Schiffbauer und Seenotretter wird beim Neubau eines Seenotrettungskreuzers traditionell eine Münze in die Schiffssektion eingelegt. Am Donnerstag wurde Tanja Waagschal auf der Fassmerwerft in Berne diese Ehre zuteil. Die Mitarbeiterin der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, die sich um die kleinen bekannten Spendenschiffe der Gesellschaft kümmert, platzierte im Beisein von Vormann Holger Wolpers die 10-Euro-Gedenkmünze, die anlässlich des 150-jährigen Bestehens der Gesellschaft im Jahr 2015 herausgegeben wurde, auf dem Neubau des dritten und letzten Seenotrettungskreuzers der 28-Meter-Klasse, die auf der Wesermarschwerft gebaut werden. An der Kiellegung am Donnerstag nahmen auch weitere Vertreter der Gesellschaft mit Sitz in Bremen und Mitarbeiter des Schiffbauunternehmens teil. Die Neubauten werden ausschließlich über Spenden finanziert.